Heute sprechen wir über die größten Fehler, die Oberstufenschüler machen. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, was eigentlich so die größten Fehler sind, die man in der Oberstufe so machen kann. Ich persönlich habe bei mir in der Oberstufe sehr, sehr viele Probleme selbst gehabt, einfach nur, weil ich nicht wusste, wie man sie richtig lösen kann. Und genau auf diese Fehler möchte ich euch heute hinweisen, dass ihr euch bewusst macht, Moment mal, das ist so nicht normal, das macht überhaupt keinen Sinn und man kann die ganze Sache lösen. Ja, deswegen lasst uns direkt reinstarten. Erstens, der allergrößte Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass viele Schüler denken, wenn sie mehr lernen, bekommen sie auch bessere Noten. Ja? Das wird uns von Eltern, von Lehrern, von der ganzen Gesellschaft eigentlich die ganze Zeit eingetrichtert, dass der am meisten lernt, ja, deswegen heißt es auch immer, wer gute Noten schreibt, ist ein Streber oder so, weil die viel lernen und nichts anderes machen. Nur gibt es, bei mir war das so, ich war so ein Beispiel, es gibt auch viele andere, die lernen gar nicht so viel, ja, die wissen nur, worauf es ankommt und schreiben trotzdem sehr gute Noten. Ja, und deswegen auch da ganz wichtig für euch, dass ihr das aus eurem Kopf rausbekommt. Ja, das machen wir bei uns auch im Coaching. Dass wir eben sagen, hey, es ist eben nicht so, dass du die ganze Zeit irgendwie super viel lernen musst, um auf deinen entsprechenden Schnitt zu kommen. Es geht darum, dass du lernst, wie du lernst. Ja, und das ist eben das Entscheidende, dass ihr auch das da diesbezüglich versteht. Dann ein weiterer großer Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass Schüler grundsätzlich einfach sagen, hey, die Oberstufe muss für mich eine stressige Zeit sein. Ja, das heißt, dass auch das oft von Eltern, auch von Lehrern und so weiter. Und es will ja niemand, dass du Stress hast. Nur ist jeder davon überzeugt, dass die Oberstufe stressig sein muss. Und dementsprechend wird dir das so unterbewusst weitergegeben. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass die Oberstufe auch entspannt sein kann. Ja? Nur, wenn du in deinem Kopf fest verankert hast, die Oberstufe muss stressig sein, dann wird sie entweder für dich stressig und du wirst nichts daran verändern, weil du denkst, ja, das ist ja normal, dass die Oberstufe stressig ist. Oder sie ist nicht stressig für dich, du denkst dir aber, sie müsste stressig sein, also kreierst du dir Stress, um genau diesen Glaubenssatz zu bestätigen. Und das ist extrem gefährlich, weil egal wie viel du für die Oberstufe machen müsstest, ja, du würdest immer darauf rauslaufen, dass es für dich stressig wird. Nicht, weil es zwangsläufig so sein muss, ja, sondern weil du in deinem Kopf davon überzeugt bist. Ja, deswegen achte auch darauf. Hast du diese Überzeugung, kannst du dir vorstellen, dass Oberstufe nicht stressig ist? Ja, weil wenn dem so ist, dann wirst du da nie rauskommen. Ja, auch das, wie du das löst, erklären wir dir alles bei uns im Coaching. Dann ein weiterer Aspekt, den ich oft sehe von Schülern, ist, dass sie nicht verstehen, wie wichtig das Verhältnis zu den Lehrern ist. Ja, es gibt einige Techniken, Methoden und so weiter bei uns im Coaching, wo man einfach merkt, wie viel du einfach sowohl an deiner Qualität in der Schule rausholen kannst, als auch an Notenverbesserungen nochmal vornehmen kannst, wenn du ein sehr gutes Verhältnis zu den Lehrern hast. Ja, und das ist so stark unterschätzt, weil oft wird so gesagt, ja, ich mag den Lehrer nicht oder wir kommen nicht so gut klar oder der hat eh keinen Bock auf Schule und so weiter, aber das ist Schwachsinn. Das Wichtigste ist, dass du hinsichtlich jeder Verbindung, die du zu irgendeinem Lehrer hast, dass du persönlich für dich die Verantwortung dafür übernimmst. Ja, und wenn du die nicht übernimmst, dann macht es einfach keinen Sinn, dann irgendwie auch zu erwarten, dass es irgendwie besser wird. Du kannst mit jedem Lehrer kannst du einfach entweder das Verhältnis zu ihm verbessern oder du kannst es zumindest so neu gestalten, dass für dich viele Vorteile dabei rumkommen. Auch das bringen wir dir bei uns im Coaching bei, weil viele auch das gar nicht wissen, dass bei uns im Coaching wirklich alles abgedeckt. Ja, von Prüfungsangst zu wie gehe ich mit den Lehrern um, zu wie lerne ich, zu wie motiviere ich, wie teile ich mir Zeit ein. All diese Dinge besprechen wir bei uns im Coaching, sodass du dir da bewusst machst, das Verhältnis zu den Lehrern ist super wichtig. Ja, und wenn du derzeit denkst, muss nicht so drauf achten, ist das in jedem Fall ein riesengroßer Fehler. Soweit jetzt erstmal diese 3 Punkte für dieses Video. Ja, schreibt mir gerne auch weitere Punkte in die Kommentare, wo ihr merkt, hey, das hat, wenn ihr zum Beispiel jetzt mittlerweile im letzten Jahr seid, merkt ihr, okay, das habe ich im letzten Jahr falsch gemacht. Oder was ihr vieles auch bei Mitschülern seht oder wenn ihr auch selbst drüber reflektiert, ja, ich glaube, die Sache ist nicht so gut, dass ich die mache. Schreibt mir auch da gerne mal noch weitere Fehler in die Kommentare, dass wir die da auch ein bisschen sammeln können. Würde ich mich auf jeden Fall auch darauf freuen, da zu lesen, was ihr da noch für Impulse in der Hinsicht habt. Ansonsten, wenn ihr die ganzen Fehler eben nicht machen wollt, noch weitere Fehler, die es noch gibt und wir euch, sage ich mal, davor bewahren sollen, ja, dann kommt sehr gerne bei uns ins Coaching. Da könnt ihr euch
entweder in den ersten Kommentar, im ersten Kommentar, in der Kommentarfunktion oder eben auch im ersten Link in der YouTube-Beschreibung einfach dafür eintragen bzw. bewerben. Und dann wird mein Team mit dir sprechen, wie wir dir da eben genau diese Punkte auch ermöglichen können. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.